Hey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Wieder mit mir Max Holz am Start. Und ja, ihr habt euch schon sicherlich gefragt, ich muss mal kurz Pause machen hier, warum in den letzten Tagen keine Let's Play Folgen kamen. Ganz einfach, lag daran, ich hatte eine neue Xbox bekommen, musste die Spielstände natürlich übertragen von meiner alten. Und dabei, bei dem Vorgang, wurde mein GTA 5 Spielstand gelöscht. Ja, von einem billigen USB-Stick. Der hat die kaputt gemacht. Intenso, Mark Intenso, by the way. Ja, ich musste nochmal komplett von Anfang an starten und bis hierhin spielen zu der Foltermission. Sehe ich jetzt als Gelegenheit an, die Folterszenen nochmal in ihrer kompletten Form zu zeigen. Ungeschnitten, beziehungsweise nicht ungeschnitten, aber sage mal erweitert, weil ich hatte ja in Folge 19 nur den Benzinkanister genommen, beziehungsweise den, ja, ich sag mal Wasserkanister. Gut, es sieht aus wie Benzin, ich denke mal, es ist Benzin. Ja, jedenfalls werde ich jetzt mal noch die anderen Folterinstrumente nehmen. Und dann geht es weiter zu Folge 20. Die Cutscene übrigens schneide ich, was heißt nicht schneide ich raus, die überspringe ich einfach, sehr logisch, das hat nicht ja schon gesehen in Folge 19. Hier gibt es, wie gesagt, nochmal die erweiterte Fassung. Weil er hatte ein Abonnent geschrieben, sagt so, hey, Max, zeig mal die erweiterte Szene, die erweiterte Folterszene. Weil, weiß ich nicht, das war nicht wirklich brutal. Ich bin begeisterter Manhunt-Fan, habe alle Teile durchgezockt. Und ja, das war ziemlich harmlos. Da hat gesagt, okay, habe mir gedacht, ja, was soll's, zeigst halt nochmal die erweiterte Fassung der Folterszene. Ich würde sagen, los geht's. Just tell me what to say. Nehmen wir gleich mal hier den, was ist das? Irgend so eine Rohrzange. Mr. K. Du bist am Arsch. RT. Heilige Scheiße. Oh Mann. Mr. Phillips, ask him about Tay here. Javon. Ja, ja, bla bla bla. Kennen wir alles. Ich hatte ja die Folterszene in Folge 19. Da hatte ich ja nur probiert, ob ich die auch nur mit dem Benzinkanister schaffen kann. Weil viele ja gesagt haben, na, das ist so brutal. Man muss die anderen Folterinstrumente nehmen, bla bla. Nee, muss man nicht. Nur wenn ihr die Mission in Gold schaffen wollt, müsst ihr die nehmen. What the fuck? Ja, ich muss hier nochmal kurz fahren. Hier werde ich mal schneiden. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, und wir sind wieder zurück bei unserer erweiterten Folterszene. Mal sehen, wir nehmen jetzt mal ja, den Strom. Warum nicht? Schön an die Nippel. Oder woran? Was halte LT gedrückt, um die linke Klemme anzuklemmen? RT, rechte Klemme. Okay. Ich schlag mal ein paar Funken. Ja. Yeah. Silvester, mein Freund. Juhu. Und rechts. Na? Yep. Links. Yep. Scheiße, es qualmt. Heilige Scheiße. Hey. Now? Huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped 6 weeks ago. That's what we were afraid of. No, I mean, so, yeah, this guy we're after. What does he look like? So, überspringen das Ganze. Das überspringen wir auch mal hier. Wir sehen uns gleich wieder. We're live. Und wir sind zurück zur Folterszene, wie gehabt. Übrig bleibt ja nur noch dann die Zange. Ah, das wird böse. Ja, die ist steril, desinfiziert. Okay. Gib mal deinen Zahn her, Mr. K. Ich muss drehen, ach du Scheiße. Oh,
Oh Mann. So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? Gut, das war schon ein bisschen übel jetzt. War das jetzt das letzte? War das jetzt der letzte Part der Folterszene? Und wieder zurück zur Folterszene. Mal sehen, was können wir denn hier noch nehmen? Boah, nehmen wir doch mal wieder die Zange. Das war doch richtig lustig jetzt. Ja, nicht wirklich, aber... Ich würde mal sagen, die Zange ist bis jetzt am extremsten, was die Folterinstrumente angeht. Zahn kommt raus. Der ist sowieso faulig. Mr. K hat zu viele Süßigkeiten gegessen, ganz klar. I guess our interrogation techniques were a little too advanced. Here goes. I'm still here. Mr. K. Mr. K. So, war's das jetzt? War das der letzte Part der Folterszene? Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you shoot. What the hell? That was the guy. I had a feeling. It'll check out. Well, we've got him. It's done. Woo! That is a wrap, my friends. Ja, okay, Leute, das war die Folterszene in ihrer ganzen Form, in ihrer ganzen Pracht. In ihrer ganzen extremen Pracht. Ich meine, gut, ich kann es jetzt verstehen, warum manche jetzt da so eine harte Kritik dran geäußert hatten. Gut, manche kann ich jetzt nicht nachvollziehen, die da gesagt haben, ey, danach spiele ich das Spiel nicht weiter, macht für mich keinen Sinn. War schon ganz schön, naja... Ganz schön heftig. Zumindest das mit dem Zahn war schon ein bisschen eklig, bisschen... Da ist mir schon so ein leichter Schauer über den Rücken gelaufen. Hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen, von daher gut, ich kann die Kritik verstehen, aber... Jetzt nicht, dass Rockstar jetzt hier die Messlatte höher legt für die härtesten... Oh, die härteste Folterszene, whatever, oder... Die Messlatte für Gewalt höher legt. Ja... Anyway, ihr habt es gesehen, wir sehen uns bei Folge 20 von Let's Play GTA 5. Haut da rein, bis denne.